Hi, ich bin Jana, Geologin und mache gerne Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel bei Kinderunis. Die Kommunikationsabteilung hat mich gebeten, bei einer neuen Ausstellung zu helfen. Mal gucken, was da alles dazugehört. Wen wollen Sie denn erreichen mit Ihrer Ausstellung zum Thema Wetter und Gestein? Wir haben hier viele ältere Schulklassen, aber auch Grundschulkinder. Mit Schulklassen habe ich schon bei der Kinderuni Erfahrung gesammelt. Super, darauf können wir aufbauen. Am Wochenende kommen oft auch Familien mit Kindern. Wenn Kinder mit ihren Eltern hier sind, reagieren sie sicher ganz anders, als wenn sie mit ihrer Klasse durch die Ausstellung gehen. Stimmt, die Ausstellung muss also für verschiedene Zielgruppen funktionieren. Dafür haben wir uns drei Leitsysteme ausgedacht. Eins für jüngere Kinder, eins für Jugendliche und eins für Erwachsene. Und die kann man über die Symbole ganz einfach verfolgen. Für die jüngeren Zielgruppen wollen wir außerdem eine Rallye oder ein Quiz konzipieren. Da freuen wir uns über Ihren Input. Klasse! Da kann ich gerne ein paar Rätsel zu den Exponaten erstellen und Bildmaterial mitbringen. Perfekt! Das hatten wir uns gewünscht. Schauen Sie gerne in das Konzept unserer letzten Ausstellung. Für die höheren Schulklassen darf es auch etwas knifflig sein. Was soll es denn für die Erwachsenen geben? Da nutzen wir im Moment die klassischen Infotafeln, sind aber auch offen für neue Ideen. Was muss man denn generell beachten, damit man all diese Menschen erreicht? Dass die Sprache einfach und die Texte kurz sind. Es soll möglichst ohne Vorkenntnisse verständlich sein. Wir wissen ja auch nicht, was die Leute überhaupt motiviert, hierher zu kommen. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ein Opa wegen seiner Enkel hier ist oder ob sich eine Architekturstudentin als Weiterbildung für Gestein interessiert. Deswegen arbeiten wir mit verschiedenen Elementen wie Bildern, Texten und Exponaten. Und für die Menschen, die noch mehr wissen möchten, könnte es ja noch zusätzliche Informationen geben, vielleicht sogar direkte Einblicke in die Forschung. Gute Idee. Hier bräuchten wir Sie definitiv als Expertin. Klar, dann sammle ich jetzt erst einmal Ideen und wir gehen sie nächste Woche gemeinsam durch. Perfekt. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank. Gerne. Tschüss.